der Super Mario, der dafür gesorgt hat, dass jetzt die gesamte Presse nur noch über gehackte Brötchen und Mettbrötchen diskutiert. Wir stehen auf und kämpfen bis zum letzten Atem. Zusammen im Glück mit Scheiß kein Stück. Landkreis mit dem einzigsten AfD-Landrat. Hier gibt es heute eine Demonstration, wie man an dem großen C dort sehen kann, aus dem Bereich des Kompakt-Magazins angerichtet. Ja, es hat zum Thema Frieden mit Russland. Warum die Menschen heute hier sind, werden wir hoffentlich noch herausfinden. 17 Uhr soll es losgehen, das heißt, jeden Moment werden die Redebeiträge wohl auch starten. Ich bin für Grundgesetz, EU, Euro, eine verteidigungsfähige Bundeswehr, NATO-Mitgliedschaft, deutsch-französische Freundschaft, Toleranz, Achtung der Menschenrechte. Da haben sie sich ja an alle Richtungen abgesichert mit dem Plakat. Ich bin Mitglied der Linkspartei hier, ich kandidiere für den Stadtrat, aber ich bin ein gebürtiger Bamberger. Das heißt, ich komme aus dem Westen. Okay. Mit der 3 Jahren hier. Kriegen Sie da nicht Probleme, wenn Sie aus der Linkspartei kommen? Ich kriege auch damit schon Probleme in der Linkspartei. Ich kriege wahrscheinlich auch damit schon Probleme. Ich sehe Deutschlandfahnen. Ich sehe freies Thüringen. Ich sehe die Friedensbewegung. Ich vermisse eine Fahne mit 3 Buchstaben, eine Partei mit 3 Buchstaben. Wo sind hier die Fahnen der AfD, rufe ich euch zu, liebe Freunde. Aber nichtsdestotrotz, wie wir wissen, die AfD hat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, unser Land zurückzuholen. Und wir werden es gemeinsam zurückholen. Dafür steht Kompakt. Dafür steht gerade Jürgen Elsässer hier. Und wir haben uns von diesem Pfad nicht abbringen lassen, denn alle wissen, in diesem Land läuft so viel falsch, dass wir hier im Herbst eine blaue Wende für Deutschland brauchen und wir werden sie gemeinsam zurückholen. Habt ihr vorgestern das TV-Duell gesehen? Was meint ihr zu diesem Mario Vogt? Der Super Mario, der dafür gesorgt hat, dass jetzt die gesamte Lügenpresse nur noch über gehackte Brötchen und Mettbrötchen diskutiert. Und sonst hat er vor allem Beleidigungen drauf gehabt, hat er vom Reichskanzler Höcke geredet, der auf einem Nazi-Schloss residiert. Ich meine, lieber Super Mario, das sind doch keine Argumente. Das sind doch Beleidigungen einer anderen Person, die nicht sein müssen. Und ich frage mich auch, wo waren die Moderatoren, die bei solchen Beleidigungen dazwischen gehen? Das ist doch unterstes Niveau. Die Forderungen sind doch ganz einfach. Die Ampel muss weg, die Grenzen müssen dicht, Remigration muss sofort beginnen. Amigo Home und Freundschaft mit Russland. Sie haben keine Antwort, warum Sie heute hier sind. Das ist ein bisschen Sensationslust. Sensationslust. Aber es ist ja keine Sensation. Es ist bis jetzt alles entspannt hier, ja. Es ist auch keine Wetter ist so gut. Ja, es ist auch keine Spur von einer Gegendemo oder sowas. Ja, das ist schade. Ach, das da hinten ist die Gegendemo? Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Sowohl die Veranstaltung ist nicht wirklich publiziert worden, als auch Gegenveranstaltungen sind nicht publiziert worden. Es scheitert immer am Marketing. Und nur den Zufall gesehen und haben dann mal recherchiert, was es denn sei, so kurz mal anschauen. Das hier zumindest auch mal von der anderen Seite im Bild machen. Das sollte wahrscheinlich jeder Mensch sich mal selbst ein Bild machen. Genau. Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie haben noch gar kein richtiges Bild, keine richtige Meinung. Nein, hier, was soll ich mir da jetzt hier, was soll ich dazu sagen? Jetzt kommt der Hauptgast. Ja. Die muss man sich ja auch mal angehört haben. Wir können ja sonst nur aus der Heute-Show. Und wollen Sie noch was Abschließendes loswerden? Nein, es ist wie gesagt schade, dass es keinerlei Mobilisierung für eine Gegendemonstration oder für andere. Sie könnten das doch jetzt hier in die Wege leiten. Nee, das ist ja nicht erlaubt. Wir haben ja ihr Recht, hier zu demonstrieren. Ja, aber ich glaube, die Demonstration müsste irgendwo mit einem gewissen Abstand stattfinden. Ja, ich denke, da drüben ist es ja 10 Meter oder so, oder 20 sind das ja bestimmt. Ja, aber dann wären vielleicht auch ein paar Leute gekommen, weil so ist am Ende jetzt wieder ein Bild von 100 Leuten in der Zeitung und dann wird hier Sonne
Berg irgendwo den Dreck gezogen. Aber wenn man das jetzt sieht, ist das ein armseliges Häufchen. Ja, gut, das da drüben ist noch ein bisschen armseliger. Das, ne? Ja. Die hatten halt noch weniger Marketing. Marketing. Über 1,6 Millionen Ukrainer, davon 200.000 Wehrfähige, sitzen in Deutschland und denken gar nicht daran, auch nur einen Finger für ihr Land zu rühren. Kinder der ukrainischen Oberschicht leben im Ausland und feiern rauschende Partys. Wir Deutsche haben andere Ziele. Wir wollen Frieden mit Russland und allen Völkern in der Welt. Wir wollen weniger Steuern und eine gute Krankenversicherung für uns und unsere Familien. Wir wollen gute Kindergartenplätze und sichere und leistungsgerechte Schulen für unsere Kinder. Wir wollen Sicherheit und Ordnung in unserem Land, auf unseren Straßen und einen sicheren öffentlichen Personennahverkehr. Und ich sage mit Bertha von Suttner, es ist nun Zeit, die Waffen wegzuwerfen. Und alle Mütter sollen in die Welt rufen: Ich habe meine Tochter, meinen Sohn, zum Krieger nicht geboren. Für ein blühendes und einiges deutsches Vaterland. Alles für Deutsche! Wir haben Masken getragen und haben Abstand gewahrt. Wir sollten nichts hinterfragen, haben sie im Fernsehen gesagt. Wir nahmen Kindern die Kindheit und sie nicht mehr in den Arm. Wir sind zum Schutz der Gesundheit nicht mehr zur Oma getan. Doch irgendwann ist wirklich mal genug. Wir stehen auf und kämpfen bis zum letzten Atem. Zu ganz Sonneberg. Wir sind die rote Linie. An uns kommt keiner vorbei. Wir sind die rote Linie. Hallo! Warte, ich mach mal. Du machst ja jedes Mal ein anderes Plakat hier. Das ist ja der Wahnsinn. Was haben wir denn hier? Wie im Himmel, so auf Erden. Weiter weiß ich nicht. Bin kein Dichter. Irgendwas gegen die No-Nazis, No-AfD, No-Faschisten, No-Rassisten, No-Freisuchsen, No-Remigration. Zusammen im Glück mit Scheiß kein Stück. Kannst du vielleicht das kurz interpretieren? Was möchtest du damit sagen? Wieso? Ich muss es doch nicht interpretieren. Ich bin doch der Künstler. Ich hab's doch gemacht. Die Interpretation liegt doch alleine dir. Aber du als Kunstschaffende musst du doch etwas dabei gedacht haben. Ich bin doch nicht Kunstschaffende. Ich habe einfach nur Langeweile gehabt zu Hause und ich habe neue Acrylstifte geliefert. Okay, und dann wolltest du einfach mal ein paar bunte Wörter auf ein Stück Pappe bringen. Einfach nur für mich. Ja, damit du es besser lesen. Kann ich das dann mit nach Hause nehmen? Ja, wenn du das gerne möchtest, ich schenke es dir. Ihr macht jetzt hier eine Gegendemonstration? Ja, ich bin die einzige Gegendemonstration. Wir haben wahrscheinlich jetzt schon einen Fan offensichtlich. Aber der ist ja doch Teil von dir. Da seid ihr auch schon zu zweit. Also er ist jetzt kein Teil von mir, das möchte ich. Aber ein Teil von deiner Demonstration. Wir haben uns ja gerade eben erst kennengelernt. Er hat sich halt mit dazugesetzt. Er wollte mich jetzt so nicht erleben. Der fand bestimmt auch das so schön bunt. Und da wollte er sich mal ein bisschen mit der guten Frau unterhalten wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Dann bis später. O Sonneberg, du heilige Stadt, eine Väter für dich. Schlägt die Brust, schlägt das Herz noch so frei. Du warst lang gepeinigt von feigen Verrätern, doch jetzt springt das Volk deine Ketten entzwei. Ja, ich möchte euch alle hier begrüßen.
Das ist super schön, dass wir heute hier im Namen der Frieden sind. Frieden zwischen Russland und Deutschland muss sein. Mehr kann ich nicht sagen. Frieden, Freundschaft und... Hier auch mal klarstellen, dass das, was in den westlichen, vor allem auch deutschen Leits- und öffentlichen Medien dargestellt wird, nämlich das Bild, dass Deutschland kriegslüstern ist, dass Deutschland den Krieg in Europa vorantreiben will, nicht Teil des Denkens der deutschen Bevölkerung ist. Nein, die meisten deutschen Bürger wollen damit nichts zu tun haben. Und das wollen wir heute auch klar machen. Und wer etwas Verstand hat, der weiß, dass Frieden in Europa immer auch Ausgleich und Frieden mit Russland gehört. Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Berlin, wählt die AfD. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und Mecklenburg, wählt die AfD. Mecklenburg, Karlsruhe, Holstein und den Zahlen fehlt die AfD. Und jetzt aber. Brandenburg und Sachsen wird die AfD. Oh, 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 haben Sie gesehen, was hier passiert ist? Ich habe gesehen, einer kam hier an, ist bedroht worden und hat aber gegen die Leute gespuckt. Ja. Und da sind wir da rübergelaufen. Und er hat gespuckt. Gleich, also, ja, ein Kaugummi oder irgendwas. Ja. Und da waren aber sofort 5, 6 Polizisten. Ja, ein Angreifer hier wo auf der Demo. Naja, Polizei hat alles wieder im Griff. Wir freuen uns, dass du hier ein kleines Grußwort an unsere Leute halten willst. Wir freuen uns, dass du kompakt die Treue hältst und bei kompakt heute hier auf der Bühne stehst. Ja, hallo Sonneberg! Ich habe gehört, wir feiern hier heute die Nation, die uns befreit hat im Zweiten Weltkrieg. Das ist hier der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft, oder? Nein. Es soll um Russland gehen. Ich wundere mich, warum ich sprechen soll zu dem Thema. Ich bin da kein Experte. Ich bin nur ein Politikwissenschaftler, Buchautor. Mein Buch heißt Make Europe Great Again, macht Europa groß wieder und vor allem macht Deutschland wieder stark und groß, unsere Heimat. Das ist das, was uns am Herzen liegt. Und danke, dass ihr alle da seid. Danke, dass ihr euch für unsere Heimat einsetzt. Und danke, dass ihr den Mut hattet, heute hierher zu kommen. Denn das, und das ist meine einzige Botschaft heute, jeder, der sich in den letzten 2 Jahren für deutsche Interessen eingesetzt hat, wurde als Putin-Nutte diffamiert. Und jeder, der sich für amerikanische Interessen eingesetzt hat, wurde als großer Retter der Ukraine hochgejubelt. Und beides ist falsch, liebe Freunde. Tragt das in eurem Herzen, tragt eure Heimat und die Liebe zu eurer Heimat in eurem Herzen. Dankeschön, dass ihr da seid. Das sind wir. Wir sind das Licht am Horizont. Das sind wir. Wir sind die Letzten unserer Art. Sie haben ja auf Ihrer Bühnenrede gesagt, dass Sie doch schon einiges aufgedeckt haben, worüber andere Medienhäuser sonst nicht berichtet hätten. Da hätte ich die Frage, was sind denn die Sachen, worauf Sie besonders stolz sind, dass Sie in Ihrem Leben ans Tageslicht gekehrt haben? Naja, zu Kompaktzeiten war wahrscheinlich die wichtigste Recherche die zum NSU, wo wir eben aufgedeckt haben, dass da Geheimdienstagenten in dieser Gruppierung waren und sie wahrscheinlich angeleitet haben. Aber das haben Sie aufgedeckt, dass in der NSU der Verfassungsschutz drin gesteckt hat? Also wir waren die Ersten unterstellt. Und dann haben wir eben auch zu Kompaktzeiten, jetzt erst vor kurzem, haben wir diese Recherchen von Selma Hirsch populär gemacht und daraus
eine Ausgabe an den Kiosk gebracht. Also Hirsch war vorher schon im Internet, aber wir haben ihn auf Deutsch übersetzt und ihn ans Kiosk gebracht. Da hat sich auch keiner getraut. Je mehr man in die Offensive und an die Öffentlichkeit geht, umso geschützter ist man. Und diejenigen sind am verwundbarsten, die immer ängstlich sich zurückziehen, weil der Gegner wittert das Blut. Und wenn sich jemand zurückzieht, dann ist es wie ein verwundetes Wild. Und der Jäger reißt dann das Wild. Aber wenn man selber angreift, dann weicht der Gegner zurück. Gibt es da etwas, was Sie loswerden möchten? Nee, ich will sagen, war tolle Veranstaltung, tolle Party, tolles Volksfest. Und wir haben ja noch weitere in der Reihe Blaue Welle vor. Das nächste ist am 27. April in Zittau. Okay. Und da wollen wir noch mehr Leute. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr. Okay, alles klar. Alles Gute weiterhin. Ja, danke für deine Und viele Arbeit. Schöne Tänze. Na klar. Ja, auf jeden Fall. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste im Leben ja. ist die Liebe. Oh, das stimmt. Das ja, stimmt doch. Was denn sonst? Ja. Und du sagst ja. so was anderes, Ansa. Liebe also ist so die, geil. Die stärkste Liebe, Liebe. Kraft. Gerade wenn es ja. Frühling ist, ist Liebe hoch im Kommen. Alles ja. wird aus Liebe gemacht. Da müssten uns auch ja, die Frauen recht geben. Ohne dich. Ja. Wäre die Welt nur halb so Wär schön. Die Welt nein. Nur halb nein, 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 nein. So weit wollen wir nicht gehen, aber es würde was fehlen aber, vielleicht. Super Arbeit von dir. Und dann und, noch ein paar aufbauende Worte, die habe ich jetzt gebraucht noch viele zum gute Nerven, die du zeigst, ja. Also yes. kann man nur Daumen hoch geben. Kann man hier im echt, Kanal, kann ja. Man Daumen nur, hoch, Leute. Immer, immer nur Daumen hoch. Ja, dann war es das hier aus Sonneberg. Ich bin schon wieder sprachlos hier mit allem. Ich bin kein Bürgergeldempfänger. Wenn ihr hier einen Euro da lasst für meine Kanal und für meine Arbeit, würde ich mich natürlich stark freuen. Wenn nicht, sei es drum. Oh Mann, ey. Dann noch eine schöne Woche bis Montag. Bleibt aufrecht, das ist nicht schlecht. Tschüssi.